Heute ist der Weihnachtsmann mit Kochen dran. Eines seiner Lieblingsgerichte ist Reis. Also los geht's. Er füllt ein Glas mit Reis und schüttet den Reis in einen Kochtopf. Dann füllt er das Glas zweimal mit Leitungswasser und gießt dieses ebenfalls in den Topf. Er bedeckt den Topf mit einem Glasdeckel. Nun schaltet er den Herd auf die höchste Stufe ein. Tipp: Lasst euch von einer erwachsenen Person helfen, damit ihr euch nicht verbrüht. Sobald das Wasser zu kochen beginnt, schaltet er den Herd auf die niedrigste Stufe. Er lässt den Reis so lange auf dem Herd stehen, bis das ganze Wasser verkocht ist. Doch was ist das? Welche erstaunliche Beobachtung macht er? A. Im Reis haben sich konzentrische Ringe um die Topfmitte gebildet. B. Im Reis haben sich radiale Streifen ausgehend von der Topfmitte gebildet. C. Im Reis haben sich Dreiecke gebildet. D. Im Reis haben sich gleichmäßig verteilt kleine Löcher oder Krater gebildet.